Sie sind hier, 18. August 2018, 21.13 Uhr, von Reinhard Franke. Lesedauer, 2 Minuten. Vergrößern, verkleinern. Ivan Rakitic schnürt seit 2014 seine Fußballschuhe für den FC Barcelona. Urheberrecht Getty Images München. Ivan Rakitic soll beim FC Bayern hoch im Kurs stehen. Der kroatische Vize-Weltmeister sieht seine Zukunft allerdings beim FC Barcelona. Wechselt Ivan Rakitic zum FC Bayern? Die spanische Tageszeitung Mundo Deportivo hatte in der vergangenen Woche von einem Interesse der Münchner an dem 30-Jährigen berichtet. Nach Sport1-Informationen möchte Rakitic aber nicht zum Rekordmeister wechseln, sondern seinen noch bis 2021 datierten Vertrag beim FC Barcelona erfüllen. Wie Sport1 weiter aus dem Umfeld des kroatischen Nationalspielers erfuhr, würde er nach seiner Zeit bei den Katalanen gerne seine Karriere bei seinem Ex-Club FC Sevilla beenden. Rakitic, von 2011 bis 2014 im Team der Andalusier, liebt vor allem die Stadt Sevilla. Dem Bericht von Mundo Deportivo zufolge ist Rakitic der Wunschspieler von Bayern-Coach Niko Kovac. Demnach wollen die Münchner Barkas Mittelfeldspieler mit einem spektakulären Vertrag in die Bundesliga locken. Kovac kennt Landsmann Rakitic noch aus seiner Zeit als Nationaltrainer Kroatiens und soll die Bayern-Bosse gebeten haben, den 30-Jährigen zu verpflichten. Auch Paris Saint-Germain und AS Monaco sollen ein Auge auf Rakitic geworfen haben. Allerdings hat dieser eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 125 Millionen Euro. Rakitic könnte ohnehin nur dann ein Thema in München werden, wenn der Spanier Thiago den Verein noch in Richtung Real Madrid verlassen würde. Der Vize-Weltmeister sieht seine Zukunft aber nach wie vor bei Barca. Von Reinhard Franke folgen @Franke Reinhard. Reinhard Franke, Jahrgang 1972, gelernter Verlags- und Musikkaufmann. Nach 8 Jahren als Redakteur beim Axel Springer Verlag in mehr.